Ja, moin zusammen. So, ich habe mir gedacht, weißt du was, wir machen für Freitag jetzt noch eine zweite Folge von dieser Daily hier, von diesem 18er Gewässer. Schlicht und ergreifend, weil ich nicht weiß, was ich als zweites Thema für Freitag nehmen soll. Ich habe gesagt, komm, weißt du was, wir probieren einfach was aus hier. Wir gucken einfach mal, was verschiedene Köder hier so machen. Und wollen ja auch immer mal gucken, dass wir ein paar Teichforellen hier kriegen. Und was für Fische hier noch so hier drin sind und wie auf welchen Köder reagiert wird. Auf der 1 habe ich immer noch den Kohlbolli mit drauf. Ich hoffe, dass wir auch immer mal ein paar schöne große Fische kriegen werden. Und ich habe natürlich schon wieder vergessen, meine Stoppuhren zu machen. Ich depp. Auf der 2 habe ich jetzt einen Krabbenbolli mit drauf gepackt. Also kein Mais mehr, wie vorhin, sondern Krabbenbolli. Und ich versuche immer noch mit der Fliegenrute irgendwo mal eine Teichforelle zu animieren, mal zu beißen. Aber irgendwie will die nicht. Habe ich so das Gefühl. Deswegen werden wir jetzt gleich mal die Fliegenrute, nachdem wir sie jetzt reingeholt haben, auch mal wegpacken. Dann kommt mal die Ultraleichtstippe, nicht die Stippe, Blödsinn. Die Spinrute raus. Und dann gehen wir mal ein bisschen spinnen. Da beißt nichts, da springt nichts hoch. Das sieht mager aus. Komm, rennen damit. Das bringt nichts mit der Fliegenrute. Dann holen wir mal die Forellenmaster rein. Und haben da jetzt mal einen ganz normalen Blinker draufgesetzt. Schauen wir mal, was das so bringt. Aha. Die 1 geht wieder. Kleinerer Fisch. Leider kein 18 Kilo Lederkarpfen, sondern irgendwas Kleineres. Wir werden vielleicht auch gleich nochmal den Platz ein bisschen wechseln. Das ist wieder ein weißer Amur. Aber kein 6 Kilo Kabel. Das ist ein 3 Kilo. Ja, gut. Die 6 Kilo, die wollen nicht so richtig. Deswegen habe ich ja gehofft, dass auf der zweiten mit Krabbenbolli, dass da vielleicht was läuft. Denn am 12er Gewässer ging das relativ gut mit Krabbenbollis auf weiße Armhube. Ein bisschen jiggen hier mit der Ultraleichtrute. Vielleicht ist auch der Platz einfach hier Käse, den ich hier habe. Das kann auch sein. Dann werden wir dann gleich mal die Ruten nach und nach einholen und einfach mal an eine etwas andere Stelle gehen. Aha. Da ist doch ganz kurz geruckelt im Bild. Und jetzt geht auch die 2 auch noch was an. Aber die 2 ist jetzt nicht so stark belastet, dass ich sagen könnte, okay. Oh, was ist das? Ein Forellenbarsch. Das ist aber ein sehr merkwürdiger Fisch. Ein relativ großer Kopf und relativ kleiner Körper. Okay. Oh. Was haben wir denn da? Der wird auch wieder seine 10 Kilo haben, ungefähr. Vielleicht ein bisschen weniger, ne? Sagen wir 8 Kilo. Schlägt auch gut aus. Aber nicht so stark, dass ich gesagt hätte, okay, das ist was Größeres. Ein weißer Amur. Okay, das ist okay, gut, das ist gut. Wie gesagt, wenn es 6 Kilo 225 Gramm übersteigt, dann ist es schon mal schön. Also ich würde sagen, dass es ein weißer Amur ist, also von der Form her. Dürfte es einer sein. Und Kampfverhalten eigentlich auch. Na komm her, du. Ja, das ist ein weißer Amur. Komm. Hey.
Jupp. Ein 6 Kilo. Jo, der ist groß. Der ist groß genug. Der reicht mir hier für die Quest. Sehr schön. Gut. Ja, dann werden wir jetzt doch noch nicht den Platz wechseln, wenn hier der die Amure so beißen. Es gibt mir 625 Experience Points. Klar, ich weiß. Ich habe vorhin gesagt, dass man eigentlich nicht so schnell leveln möchte. Ja, ist richtig. Aber man muss ja auch ein bisschen rauskriegen, was worauf beißt. Also kann ich mir mal gleich mal Notiz machen. Das hier ab 18er. Die weißen Amure. Auch hier auf Krabben beißen. Dass man sich so klein, man sollte sich schon so kleine Notizen machen, dass man das dann auch im Nachhinein beim nächsten Mal, wenn man auf die weißen Amure drauf geht, auch weiß, okay, was habe ich eigentlich das letzte Mal benutzt? Es mag jetzt sein, dass jetzt jemand argumentiert, aber dafür gibt es doch sogenannte Guides bei Steam oder sonst wo. Ja, gibt es. Ich benutze auch einen. Nur der ist nicht aktuell. Nicht mehr. Ich weiß nicht, ob der Spieler, der das diesen Guide erstellt hat, derzeit noch aktiv ist. Deswegen kann ich nicht sagen, wie weit der noch ist. Also sein Guide geht eigentlich nur bis Level 15, also bis zum polnischen Gewässer. Hier von Level 18 her ist nichts drauf. Ein Grashecht. Oh, kleiner Grashecht. Baby-Grashecht. Oh ja. Das heißt also, man kann sich zwar auf die Guides einigermaßen verlassen, wenn sie auch vernünftig aktualisiert werden, aber das ist keine Garantie, dass die auch richtig liegen. Deswegen ruhig eigene Notizen machen. Oh. Was haben wir dann? Vom Ausschlag her würde ich sagen, auch ein Amur, aber ich befürchte, dass er unter 6 Kilo hat. Vom Verhalten her nicht so stark wie der andere. Ich kann mich natürlich täuschen, klar, das ist immer ein bisschen schwer zu sagen. Nicht jeder Fisch reagiert gleich. Aber ich behaupte mal, dass das ein kleinerer ist. Das ist auch kein Amur, das ist ein Karpfen. Die beißt natürlich auf die Krabbenbeule, ist auch klar. Ein 5 Kilo. Gut. 50 Kilo von 68 haben wir schon. Das heißt also, es fehlen uns nur noch 18 Kilo. Ups, Alter, ich wollte so schnell gar nicht einholen. Bringt uns dann 370 Silberlinge. Okay, jetzt geht die 2 schon wieder. Es geht auch die 1. Anscheinend. Auch das ist was Kleineres hier. Das sind keine 6 Kilo. Dafür ist die Belastung zu schwach. Das ist eher ein 3 Kilo. Amur. Jupp. Habe ich mir doch gedacht. So, die 1er Route geht, aber ist auch nicht so stark belastet. Man hört keine Bremse. Ja. Aber so Mitte des Tages scheint dieser Spot ein bisschen zu gehen. Nicht so doll, wie ich es gerne hätte. Das ist ein weißer Amur wieder. 5 Kilo. Noch 3 Kilo nur. Tja. Upsa. Sorry. So, mal gucken, ob wir vielleicht noch irgendwann mal was an die Spinroute hier kriegen. Sollte vielleicht auch mal gleich den Köder auswechseln, das werde ich auch gleich machen. Das ist ja ein normaler Blinker, den ich hier dran habe. Ich werde dann gleich mal einen Blinker bzw. Köder dran machen, der eher für Forellen geeignet ist. Denn man hat mir gesagt, dass die Forellen hier mehr Silber bringen.
als EP. Die Forellenbarsche wiederum mehr EP als Silber. Deswegen gehen doch die meisten, die hier angeln, gern auf diese Forellenbarsche, um schneller weiterzukommen. Während ich genau das Gegenteil machen möchte, nicht so schnell weiterzukommen. 5 Kilo. Nicht mal. 3 Kilo nur. Ja, ja. Mühsam nähert sich das Eichhörnchen, ne? Also komm, den holen wir jetzt rein hier. Das ist mir zu doof. Der Blinker da bringt nichts. So, dann wollen wir mal gucken, welchen haben wir da zum Fangen von Eschen. Dafür ist der gedacht. Der ist für den Fang vorsichtiger Forellen. Dann versuchen wir es da mal mit dem Dreier. Dem Mark 3. In der Hoffnung, da die eine oder andere Forelle dazu zu animieren, zuzuweisen. Meine linke Hand hier scheint zu brennen. Merkt ihr das? Ja, hier ist mal, wenn es in Richtung Wasser dreht, dann sieht das so aus, als würden da kleine Flammen da rauskommen. Ja, das ist klar. Wenn ich jetzt einen Schritt zurückgehen würde, dann würde das nicht mehr auftauchen, weil es dann nicht in Richtung Wasser geht. Ja, wenn ich jetzt aber das Ganze jetzt im Wasser habe, ist wieder diese komische rote Umrandung da dran. Sieht putzig aus. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, jetzt gehen wir den mal über ganz so schnell zurück. Meine Güte. Oh, das ist jetzt etwas Böses hier. Jetzt sollte den reinholen. Da geht die Bremse ständig drüber. Oh ja, die ist rot, das kann man aber vergessen hier. Ich befürchte, liebe Freunde, dass das ein Fisch ist, den ich hier nicht so einfach ranholen kann. Weil die wird schon krebsrot. Durch das Pumpen allein. Die darf ich nicht so stark belasten, die Rute. Wenn ich die jetzt mal stärker mache, dann jetzt fürchte ich, dass das gleich Knacks machen wird. Oh, na, wieder runter. Geht nicht. Ich darf die nicht höher als 10 machen. Den lasse ich laufen. Den muss ich laufen lassen. Den lasse ich jetzt laufen. Das bringt so nichts. Den kriege ich so nicht ran. Nee, dann lasse ich also die Bremse auf und lasse den laufen. Und irgendwann wird es dann heißen, der Fisch ist weg. Das ist mir lieber, als dass ich die Rute breche. Ja, den kann ich mit der Rute, die ich hier habe, nicht an Land ziehen. Das ist eine ultraleicht Spinnrute, keine normale Spinnrute. Die ist also nicht für große Gewichte geeignet. Demzufolge ist die eigentlich für dieses Gewässer auch totaler Unsinn. Tja. Also wenn ich merke, dass ich da keine Chance habe, den ranzuholen, dann lasse ich den laufen. Das ist mir also, bevor mir die Ausrüstung dann kaputt geht und ich dann erstmal teuer Geld dafür bezahlen muss, um die wieder zu reparieren. Ich habe keine Ahnung, was eine Reparatur hier kostet. Interessiert mich auch nicht. Ich will es nicht. Ich will es nicht riskieren, dass mir Ausrüstung kaputt geht. Da lasse ich die lieber laufen. Ja. Das ist so eine Eigenart von mir. Ah, schade, knapp runter. Das ist eine Eigenart von mir. Da sage ich mir ganz ehrlich, okay,
bringt nichts, hat keinen Zweck. Und dann läuft der. Ja. Den lassen wir laufen. Die Bremse habe ich. Ich habe die Bremse doch aufgemacht. So. Gut. Fisch ist weg. Route wieder einholen. Das ist ja das Schöne hier am Spiel. Hier kann ich die Bremse aufmachen und der Fisch zieht die Leine raus und entkommt dann irgendwann mal. Ohne dass ich großartig Leine verliere, ohne dass ich großartig den Haken verliere, den Köder verliere, ist alles noch da. Ich weiß nicht, ob das so beabsichtigt ist, vielleicht ist es ein Fehler. Aber so kann ich damit arbeiten. So kann ich sagen, okay, weißt du was, bringt nichts, den kriege ich nicht ran. Oh oh. Den kriege ich da nicht ran. Und da kann ich denen sagen, okay, ich lasse den laufen. Und wie gesagt, rettet dadurch meine Ausrüstung. Und zwar so, dass diese keinen Schaden nimmt. Jetzt muss ich mir natürlich langsam ein bisschen was überlegen. Ich hatte die alte Spinnrute verkauft, weil ich mir gedacht habe, wozu brauche ich zwei Spinnruten? Das war ein Denkfehler. Ja, es sind zwei Spinnruten, die ich dann hätte. Nämlich die normale, die ein bisschen stärker ist als diese dann, und die ultraleicht, die eher für leichtere Sachen gedacht ist. Das ist ein Denkfehler jetzt, den ich jetzt begangen habe. Ich hätte eigentlich mir überlegen müssen, die alte Spinnenroute noch zu behalten. Weil die wäre vielleicht mit diesem Fisch... Oh, da war gerade ein Ausschlag im Roten. Ei. Die wäre vielleicht mit dem Fisch noch klargekommen. Oh, ein weißer Amur und der hat seine 6 Kilo auf jeden Fall. Der ist aber größer als 6 Kilo. Und damit dürfte ich die Quest haben. 9 Kilo. Boah, schön. So, dann ist die erledigt. Ich hatte gerade die... Oh, habe ich dann gleichzeitig auch die Daily mit erledigt? Ah, das ist natürlich super. Ja, dann habe ich die Daily auch mit erledigt. Sehr schön. Ja, zwei Fliegen mit einer Klappe. So, denn man muss sich eins bedenken. Diese Forellenmaster hat nur eine Traglast... Hat eine Traglast von 7,5 Kilo. Ja. Die andere Spinnrute, die ich vorher hatte, hatte eine Traglast von 15 Kilo. Die Bremse hier, die Rolle, hat eine Tragkraft von 7 Kilo und eine Kraftübertragung von 3. Die Rolle 7 Kilo. Das heißt also, diese Spinnrute ist nicht für die schweren Sachen gedacht. Sondern was für leichteres, wie Bachforellen, Teichforellen, vielleicht noch gerade Flussforellen und sowas in der Art. Bedeutet, für dieses Gewässer gilt das gleiche wie mit der kleinen 18er Route. Die ist zu schwach. Ja. Das bedeutet weiterhin, ich werde mir, wenn ich hier eine Spinnenroute brauche oder eine Spinnenroute einsetzen sollte, mir wohl oder übel überlegen, ob ich entweder zumindest die alte Route nochmal hole oder ob ich gleich sage, weißt du was, die Spinnroute lassen wir mal und gehen gleich auf die höhere. Das Problem ist nur, man hat nicht unendlich viel Platz im Inventar. So, erstmal verschärfen das Ganze hier. So, mit Inventar. Ich weiß jetzt nicht, ob das Kilo ist, was da oben steht, oder eine Stückzahl. Aber 177 von 200. Das bedeutet, ich habe nicht mehr viel Platz. Weder an Kilo noch an sonstigen Sachen. Was ich hier zum Beispiel nicht machen kann, ich kann zum Beispiel diese ganzen Vorfächer, die ich hier noch habe, nicht verkaufen. Es gibt aber auch kein Lager, wo man sagen kann, hier kann ich mal unbenutztes Material hin auslagern. Das gibt es nicht. Das heißt, ich schleppe meine gesamte Ausrüstung ständig mit mir rum. So, Spinning-Route. Was wir hatten, das war die Kintara Spin
15, die kostet 300 Silberlinge. Dazu hatten wir dann eine Rolle, wir hatten da eine Reiver, 3000 Expert. Habe ich nur drei Stück, zwei auf den beiden Grundrouten, die ich noch habe, und eine auf der Posenroute bzw. auf der Matchroute. Also nochmal 300, das sind 600. Und Rollen, ja, Rollen habe ich ja noch. Schnüre, die habe ich auch noch da. Das könnte ich mir also sogar noch leisten. Locker. Ich könnte jetzt auch sagen, okay, die Spinnroute, die AD10er, da gehen wir nochmal eine Stufe höher, wir gehen auf eine 18er. Was ich nicht holen werde, ist eine 20er. Kostet 1840 Credits. Und 2600, die ich habe. Nein. Ne, was ich wohl mal machen werde und was ich jetzt auch gleich machen werde, das ist die 15er nochmal zu holen. Wenn man nicht auf Kaufen klickt, dann wird das nichts. So, wir holen uns dann noch einmal eine... kleine. Jetzt wird sich, wie gesagt, eine oder andere sagen, warum zum Teufel kaufst du dir eigentlich jetzt das 18er Equipment noch einmal, wenn du doch vorhin gesagt hast, dass das Rotz ist für den See. Ja, ist richtig. Aber so habe ich wenigstens die Möglichkeit, noch ein bisschen was mit einer Spinnroute aus an Land zu ziehen, wenn die Grundrouten gerade nicht beißen. Anstatt, so wie gerade eben, dass ich dann mit der kleinen, leichteren Spinnroute hier bin und dann plötzlich feststelle, ich kriege einen 10 Kilo, 15 Kilo Brocken da dran und den kriege ich nicht raus. Ja. Hat also alles so seine Vor- und Nachteile. So, dann setzen wir die Angelroute mal ein bisschen zusammen hier. Da ist sie ja. Schwule, eine 18er. Wir hauen da eine 15er Leine drauf. Und einen Köder. Ach, den haben wir ja noch auf der anderen. Auf der Forellenmaster. Dann ziehen wir diesen Köder mal hier weg. Und hauen mal die da dran und nehmen da dann den Forellenmaster für. Gut. Es kann also jetzt gut sein, dass ich damit dann jetzt besser mit den Möglichkeiten des Spinnings hier zurechtkomme. Kann, wie gesagt. Es kann genauso gut sein, dass das gar nichts bringt. So. Nur ganz kurz mal auf die Teichforelle drauf gehen, also den Karpfen-Dings da, den machen wir mal weg. Wir nehmen dann mal einen kleinen Haken und wir nehmen dann einmal den Grashüpfer da drauf. In der Hoffnung, dass das was bringt, dass die Teichforelle drauf beißt. So, auf der 2, den Krabbenbrolli nehmen wir auch weg und da setzen wir dann mal die Fliege mit ein. Man weiß ja nie, vielleicht beißt er ja was. Und auf der 3 haben wir ja den anderen Blinker, die alte Route und versuchen auch das dann halt mal zu machen. So, 20 bleibt. Vielleicht kommt da ja noch was. Also 2-3 Minuten haben wir ja noch. Aha, guck an. So, und damit hatte ich jetzt mit der 7er Route, mit der leichten, ultraleicht Route, dann schon Schwierigkeiten. Würde ich mal so behaupten. Dürfte 7 bis 8 Kilo ungefähr haben und das sieht aus wie eine... Ach, wie in den Forellenbarsch. Ohne 2 Kilo, was habe ich mich denn da total verschätzt? Sag mal. Da habe ich mich total mit verhauen. Ja, ein Forellenbarsch ist zwar schön, aber ist nicht die Teichforelle, die ich eigentlich hätte haben wollen. Naja. Aber auch nicht schlimm. Ihr habt es jetzt gemerkt, dass man auch mit der ultraleicht Spinnroute dann hier nicht großartig klarkommt. Bei den Brocken, die hier drin sind. Deswegen werden wir das Ganze jetzt langsam mal abschließen hier. Wir sind schon bei 23 Minuten, 24 Minuten. Ja, Fazit bleibt, mit dem 18er Equipment kommt man noch so ein bisschen klar. Aber wenn die dicken Brocken dran sind, ist Sense.
Ja, das gilt auch für die Spinnruten. Ja, auch diese hier wird nicht mehr ganz ausreichend sein für das, was hier kommt, wenn ich Pech habe und dann mal einen dicken Brocken dran kriege. Ja, wenn ich dann mal so gucke hier, was haben die da? So Forellenbarsch 6 Kilo, Spiegelkarpfen, Lederkarpfen, Forellenbarsch 7 Kilo. Das dürfte diese Route noch machen können, aber wenn es dann mal immer was Größeres dran kommt, dann habe ich ein Problem. Na komm, das ist der letzte Fisch jetzt für diese Folge. Ach, das ist ein kleiner. Und ganz niedlich, ein kleiner Forellenbarsch, ein Baby oder ein Alter, wie auch immer. So, das war's für diese Folge, für diese Woche. Mit The Fischer Online. Ich werde gucken, was ich Sonntag noch hochlade. Weiß ich noch nicht hundertprozentig, aber wir sehen uns ansonsten in der nächsten Woche noch. In der nächsten Woche geht es dann Donnerstag wieder los mit dem Kleinen im Account. Den ersten Angelerfahrungen wiederum am Level 5er See, im Briesener See. Und nächste Woche Freitag dann mit dem großen Account. Größeren Account. So, ich wünsche euch was. Allzeit Petri Heil. Viel Spaß im Spiel. Wir sehen uns. Macht's gut.